Hallo, ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Rise of Minecraft. Zwischen den Folgen hat sich mal wieder Folgendes geändert. Ihr habt es vielleicht schon am gestrigen Thumbnail gesehen, wenn ich alles richtig auf die Reihe gekriegt habe. Ich habe mir hier so eine kleine Ecke gebaut. Einfach, wenn ich ein Item habe, was ich gecraftet habe und ich möchte das im Thumbnail schon zeigen, wie hier diesen Magneten, dann schmeiße ich den hier hin. Und habe einfach einen sauberen, glatten Hintergrund. Finde ich irgendwie cooler. Oder wenn ich mich selber zeigen möchte, brauche ich nicht immer in den Himmel fliegen, stelle ich mich hier hin. Super. Okay. Das hat sich zum einen geändert und wie versprochen hat sich das hier geändert. Eine Deep Storage Unit. Osmium ist eingeräumt. Und wir haben. Moment, das wollte ich immer mitnehmen. Noch einen alten Bekannten wieder getroffen, von dem wir gedacht hatten, wir hatten ihn fast vergeblich gecraftet. Nein, es ist die Elite Crushing Factory. Die steht jetzt hier im Boden, kriegt von hinten Power, entlädt sich hier in eine Chest aus zwei einfachen Gründen, nämlich aus einmal diesem Grund hier und fast noch wichtiger ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieser Grund. Jetzt wird es natürlich kurz relativ laut. Ich habe die schon gepowert auf 8 Speed Upgrades. Das habe ich hier drüben mit Smelting genauso gemacht und mit der Enriching ebenfalls. So, weil es mir hier ein bisschen laut wird, gehen wir jetzt mal fix. Obwohl das Obsidian könnte ich nochmal mitnehmen. Ein Stack. Nicht da, sondern da. Und jetzt nehmen wir nochmal, weil das mit den automatischen Erzen immer noch nicht so richtig funktioniert. Wie denn auch, ich habe es ja noch nicht weiter geändert. Nehmen wir erstmal hier ein paar Erze raus und packen sie von Hand zurück in die Dia-Chest. Im Übrigen, zwischen den Folgen hatte ich auch mal schon mal geschaut. Die Quarry im Twilight Forest ist schon durch. Also, da kommt jetzt von, zumindest aus dem Twilight Forest, kein weiteres Ender Dust mehr. Da müssen wir die nochmal umstellen. Kann man denn hier rausnehmen? Lassen wir mal alles drin. Kupfer ist immer interessant. So, einmal die Dia Chest. Auffüllen, folgendes bitte da rein. Im Grunde alles aus, bis auf die beiden Items oben rechts. Denn das kommt hier rein und hier rein kommt. Na. Das mit einem Stack Redstone. Gib ihm. Da sind auch die Accelerator-Cards wieder drin. So, wir müssen weitermachen, diese hier voll zu kriegen. Wir müssen uns aber auch mal einen Überblick verschaffen, wie weit die Quarry ist. Beziehungsweise, wie lange wir noch Spaß an der Quarry im Deep Dark haben. Da sind wir. Oh, da kann man echt viel sehen. Cool, da ist ein richtig cooles Dungeon unten drunter. Hier ist der erste Bereich. Und der zweite. Oh, das sieht sehr gut aus. Nicht mal halb durch. Perfekt. Okay. Das war's schon. Der Check genügt. Mal ein kurzer Ausflug. Was dann als nächstes auf der Liste steht, ist, wir wollen ja Richtung Draconic Evolution Mob Farm auch gehen. Möglichst schnell eine Wither-Skelett-Seele
bekommen, damit wir diese ganze Schädelfarmerei etc. besser automatisieren können. Dafür brauchen wir die Reaper-Verzauberung. Die bekommen wir am einfachsten, wenn wir auf Level 30 verzaubern. Bin ich gestorben? Ich bin noch nicht im Game Mode. Wo sind meine Level hin? Oh, ich muss die einmal komplett aus dem Inventar tun. Oh Mann, ich hatte doch richtig viele Level zuletzt. Okay, das ist Kacke. Aber andere Geschichte. Das werde ich mal irgendwann eine Nacht durchlaufen lassen, da sind die Level wieder da. Ah, da sind sie wieder. War nur ein Anzeigefehler. Okay. Dann kann man das Ganze auch so machen. Aber nur, wenn man direkt daneben steht. Jetzt müsste ich wieder aufmachen. Habt ihr ja schon gesehen. Theorie ist klar. Aber wir wollen eine Reaper-Verzauberung. Und dafür brauchen wir Leder. Leder droppt von Kühen. Und Kühe haben wir nicht. Deswegen machen wir uns jetzt auf Kuhsuche. Und wir gehen mal in die Richtung, weil ich mich da noch nicht auskenne. Überall, wo ich bisher war, habe ich noch nicht so wirklich eine Kuh gesehen. Deswegen versuchen wir es einfach in die Richtung. Wein brauchen wir nicht. Dich brauchen wir auch nicht. Oh, ja, schade. Oh. Chocobo brauchen wir nicht. Schaf brauchen wir nicht. Oh. Die beiden brauchen wir auch nicht. Kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo Kühe spawnen, oder? Schafe, Schafe, Schafe. Eine Kuh. Fehlt uns noch eine weitere, dann können wir züchten. Und die nehmen wir von da. Und die erschlagen wir, weil es Leder gibt. Da hat sich gerade noch jemand beworben. Bitte sehr. Dankeschön. Wenigstens ein Leder. So, wir wollen zurück nach Hause. Das ist irgendwo da hinten. Ja, was können wir noch machen in dieser Folge? Wir versuchen, eine Lederfarm ans Laufen zu bekommen. Ich habe mich jetzt gar nicht richtig informiert. Ich habe sonst in Feed the Beast war ich relativ fix mit meiner drakonischen Mobfarm und habe sprich keine Kühe gebraucht für Leder oder Essen, weil ich hatte eine Mobfarm aus Cursed Earth und die hat von ganz alleine Zombie Brains gegeben und daraus kann man Leder machen, beziehungsweise die haben Bücher gedroppt, die Mobs und so. Ich hatte jede Menge Stuff, ohne dass ich irgendwie Kühe farmen musste. Deswegen bin ich mir nicht sicher, welches Gerät die Kühe breedet. Das könnte, dürfte der Rancher sein. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir Folgendes machen können. Und zwar nehmen wir uns das hier. Und ihr schreibt mir einfach mal die Maschine in die Kommentare. Und wir bauen uns doch eine. Oh, danke schön. Wir bauen uns eine Mob-Farm mit Cursed Earth. Denn da hinten ist immer noch dieser eine. Den könnten wir auch machen. Aber ein andermal. Oh, das ist das andere Buch, was wir brauchen. Genau.
Genau, wir brauchen nur eine einfache Schaufel. Shovelhead, Toolrod. Was haben wir hier noch drin für eine Brause? Gar nicht. Nehmen wir mal dieses Orgzeug. Das war ja sehr gut. Übertreiben wir mal ein bisschen und tun gleich alles rein, was wir uns da rausgenommen haben. Cleanstone? Komische Anzeige. So, wir brauchen ein Toolrod und ein Shovelhead, wo wir auch darin nachgucken können. Toolrod-Cast, genau. Und haben wir noch keinen Shovelhead-Cast? Dann müssen wir erst ein Shovelhead Pattern machen. Dann müssen wir noch erst Blank Patterns machen. Pattern, bitteschön. Ganz viele Patterns, nur vier. Gut, wollte eigentlich mehr machen. Egal, oh, da sind ja Patterns drin. Jetzt haben wir mehr Patterns. Wir möchten das gerne. So, dann an diesem Dingens kriegen wir das daraus. Haben wir noch Brass. Ich muss noch mal kurz nachgucken, wie Brass gemacht wird. Aluminum Brass. Molten Brass. Aus Kupfer und Zink. Zu gleichen Teilen kann man das machen. Nee, das Richtige. Das ist es. 48. Aluminium und 16 Copper. Geht klar. Aluminium. Und Copper. Bitte sehr hier einmal rein. Oh, ich hätte es blocken sollen. Naja, gehen wir in der Zwischenzeit mal schlafen und warten kurz ab. Packe voll. Die 16 müssten jetzt auch noch so gehen, wenn die 48 reingepasst haben. So, das können wir schon mal hier auf den Table legen. Und hier müsste gleich Aluminum Brass draus werden. Drei, zwei, eins, kann sich nur noch um Stunden handeln. Bitte? Aluminum Brass. So ist die Frage. Ja, so ist richtig. Wir nehmen mal das Stein-Dingelings-Bums da raus. Hauen das hier oben mit bei. Und jetzt wollen wir aber ist natürlich blöd. Wir hätten die Redstone Clock hier wegsetzen müssen. In der Farbe hat das automatisch leer pumpen lassen. Jetzt kann die Redstone Clock wieder dahin. Und es kann meinetwegen alles leer gepumpt werden, was leer gepumpt werden will.
Denn wir müssen nur noch an diese Toolstation und möchten eine Schaufel bauen mit dem und dem. Und dann müssen wir nochmal hier reingucken. Silk Touch, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, war das Slime? Auto Repair, Auto Smelt, Lack, Sharpness, Necrotic, Silky. Silky ist ein. Was ist das denn? Large Glob of Aluminum Brass. Arschen, das müsste doch hier dabei stehen. Wie hieß das Ding? Ah, ich hasse das, dass man da immer so durchklicken muss. Speed, Auto Repair, Auto Smelt, Sharpness, Fiery, Necrotic, Silky. Adding a large glob of aluminum brass or gold. Also macht Gold Silk Touch, ja? Sehe ich das richtig? Das richtig verstanden? Einfach mal probieren. Gold dran. Wahrscheinlich falsche Maschine. Nee, doch richtige Maschine. Large. Ich muss irgendwie rausfinden, wie das Silky geht, damit wir unsere Mob-Farm bauen können. Na, Silky Jewel. Ah, das ist wahrscheinlich ein Goldnugget. Mit Fäden drumrum, davon 4 Stück um einen Emerald. Einfach mal eine Seite weiterblättern. Gold Nugget. Müssen wir noch welche machen? Strings. Oder das ist dann doch Brass Nugget. Nein, nicht das, sondern Brass. Kommt von der Farbe auch hin. Ihr merkt, warum ich keinen Vertrag mit diesem Tinkers-Scheiß habe. Ach, die Strings müssen ganz drumrum. Haben wir noch Wolle? Können wir die mal bitte einmal. Ist klar, dass das nicht weitergeht. Hier rein. Geht nicht. Hier rein. Geht. Ist aber rausgekommen. Ach, Strings. String, 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 String. Davon brauchen wir jetzt 4. Wir haben nur noch eine. Ne, wir haben mehr Wolle. Das ging fix. 2, 3 und nochmal Wolle. Und 4.
Silky Cloth. Das war eine schwere Geburt. Ich sehe schon die Kommentare. Bitte schreibt erst Kommentare, wenn ihr das Video gesehen habt. Ich habe es auch letztens beim Heiko wieder gemacht. Also selber mal gemacht. Das erste Mal übrigens. Und es hat sich sofort gerecht. Einen Kommentar geschrieben, ohne das Video vollständig gesehen zu haben. Silk Touch. Perfekt. Zack, zack. So. Wir brauchen auch gar nicht Haste oder irgendeinen Scheiß da drauf. Denn es ist ja hell. Und es ist nur dieser eine Klumpen Cursed Earth, der nicht verschwindet. Und jetzt ist er unser. So. Wir bauen eine Mobfarm mit Cursed Earth. Dazu nehmen wir uns ein bisschen Kobbel und setzen hier irgendwo noch einen Raum dran. Und... genau. Kobbel. Und den Obsidian hätte ich hier oben reintun können. Obsidian. Und genau, wo wir bei Obsidian sind. Ich habe es mir aufgeschrieben. Den Tipp habe ich bekommen von Sebastian Venadi. Den Nandi. Und ich weiß auch, dass es funktioniert, denn Peter macht es schon in Rise. Trotzdem habe ich versprochen, namentlich dich zu erwähnen. Danke für den Tipp. Wir können nämlich unsere Gast hier anpflanzen. Brauchen wir nur noch Melonen, dann kann ich auch endlich eure Magnum Torch machen, die ihr so gerne haben möchtet. Nein, ich möchte sie natürlich auch haben. Ist ja auch eine gute Idee. Und etwas Erde nehmen wir mit. So. Machen wir das Ganze. Ja, wo machen wir das Ganze hin? Vielleicht hier. Sieben breit. Machen wir so. Na, sind doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Umrandung. Ich will nicht chiseln, aber danke für das Angebot. So, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, was das hier geben soll. Das wird der Bereich, in dem die Mobs spawnen. Hier wird Erde gesetzt. Und am Ende werde ich irgendwo dazwischen noch die Cursed Earth planten. Die wird dann dafür sorgen, dass das alles infiziert wird. Dann werde ich wahrscheinlich Fans nehmen. Also diese Ventilatoren von, ich glaube, OpenBlocks. Die werden rechts und links an die Seiten gestellt. Conveyor Belts in die Mitte, hier vorne. Muss ich mir ehrlich gesagt noch überlegen, mit welcher Variante ich die Mobs töte. Das auf jeden Fall das Prinzip der Mobfarm. Nächste Folge Mobfarm. Diese Folge war ein bisschen ineffizient, weil ich zu blöd bin, Tinker's Construct zu benutzen. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Kommi da, wenn nicht. Oder gerne beides. Ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.